Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Bildschirmkontrollen-Spezialausgabe wegen diesen Szenen. Okay, ist ganz entspannt. Vielleicht ist man ganz entspannt. Wir haben alles drauf. Wir haben alles drauf. Du fängst ja nicht an mit. Wie konnte es zu diesen Szenen kommen? Bin ich ein radikaler Querdenker? Habe ich die Maskenpflicht nicht beachtet? Warum bin ich da überhaupt abgeführt worden? Und wo ist überhaupt Hartenholm? Fragen, die wir jetzt ganz kurz hier aufschlüsseln werden. Denn, ihr habt es mitbekommen, am Freitag ist es zu einem Vorgang gekommen, der ja jetzt für alle Beteiligten nicht besonders sexy ist, aber den ich hier gerne auflösen möchte. Und zwar, indem ich einfach das Video inklusive der gesamten Diskussion in voller Länge euch präsentieren werde. Und dann könnt ihr euch euer Bild machen und dann schauen wir noch einfach, was ihr denkt, und dann sind alle auch wieder entspannt, ganz entspannt und können weitermachen, denn grundsätzlich macht die Polizei ja einen guten Job. Sie sind oft an der richtigen Stelle, auch wenn Prominente mal irgendwas machen, dann sind sie da, wie zum Beispiel hier. Wir kennen uns noch an diese schöne Polizeikontrolle von Flair, Stichwort Fanboy, erinnern. Lass mal auf mir stehen, du Fanboy. Deswegen lassen wir hinterher und schicken nichts mit, deswegen. Kleiner Funfact, Flair wurde angehalten und sie wollten die Fahrerlaubnis sehen. Die konnte er leider nicht präsentieren. Und er sagt, wieso? Ja, weil wir dreimal gesehen wollten, dass sie ihre Fahrerlaubnis haben. Und wenn sie ohne Führerschein durch die Gegend fahren, ist das einfach ein bisschen was anderes. Er hat Fanboy bezichtigt und normalerweise kommt das SEK, wenn sie bei ihm sind. Es geht noch ein bisschen weiter. Und auch Respekt an die Kollegen der Polizei, die hier so lange ruhig geblieben sind. Du bist ein Fanboy. Megastar. Du Fanboy. Das ist deine Arbeit. Leute schikanieren. Du Fanboy. Ja, du machst deinen Job. Hast mich erkannt, weil ich Flair bin. Fährst mit der, du Fanboy. Du neidischer Fanboy. Ich hab die Vermutung. Neidischer Schwanz. Du kannst 100 Kollegen holen, du Schwanz. 100.000 Kollegen. So viele gibt's dann auch nicht bei der Polizei. Und Fun Fact, Flair hatte keinen Führerschein, wurde deswegen verurteilt, hat, glaube ich, 10 Monate auf Bewährung bekommen. Schwanz und solche Ausdrücke darf man halt auch nicht sagen. Also hat sich im Ton vergriffen, hat das filmen lassen, wollte den Scharfen machen, die Nummer ist komplett nach hinten losgegangen. Man muss einfach auch wissen, wann man der Polizei wie gegenübertritt. Normalerweise ist die Polizei ja auch relativ cool. Zum Beispiel auf TikTok gibt es solche geilen Polizisten. Wow, ja, so wollen wir die Polizei sehen. Cool, modern und wie es sich einfach gehört. Und auch ich habe gerade zum Beispiel in der Querdenker-Szene mit der Polizei auch Erfahrungen gemacht, als ich bei Attila Hildmann gewesen bin, damals, als er noch in Deutschland war, am Reichstag, letztes Jahr im Mai ist das gewesen. Und dann kam die Polizei auf mich zu hier und hat mir gesagt, dass ich gerne das Gelände jetzt verlassen würde, weil sie nicht mehr für meine Sicherheit garantieren können. Ja, wo wollen Sie hin? Hier vorne müssten wir raus. Und dann hat die Polizei mich rausgeführt, weil sie einfach sagen könnten, hier ist es nicht sicher genug für Sie. Habe ich sofort zugehört, bin gegangen, kein Problem. Nochmal, wenn man mir was erklärt, kann ich die Sachen sofort verstehen. Ich bin sofort dabei. Und ich habe auch Respekt vor der Arbeit, die Polizisten machen. Aber es kommt auf
die richtige Situation an. Und diese Situation möchten wir jetzt hier nochmal aufdröseln. Es befand sich in Hartenholm. Und jetzt erzähle ich nochmal die Geschichte, wer sie mitbekommen hat. Wir spielen ja diese Strandkorbkonzerte. Diese Strandkorbkonzerte sind, ja, nicht das Allersexigste, weil wir wollen eigentlich in der Halle spielen, weil da sind wir vor Wetter geschützt. Wir können ganz normal alles so machen, wie wir können. Geht halt momentan nicht. Wegen Corona müssen wir uns daran halten. Die Strandkorbkonzerte waren die einzige Möglichkeit aufzutreten. Wie ich auch finde, zu total überteuerten Preisen. Weil so ein Strandkorbkonzert kostet im Regelfall bei uns beim Podcast 50 Euro. Das ist ungefähr 20 Euro mehr von dem, was wir normal nehmen würden. Aber es heißt, aufgrund der massiven Hygieneregeln etc. pp. Muss man diesen Preis nehmen, weil sonst kann man einfach gar nicht spielen. Also, Amira und ich haben uns abgesprochen, haben gesagt, okay, lieber spielen als gar nicht spielen. Wir geben den Leuten zumindest die Option, finde es auch total in Ordnung. Wenn Leute sagen, das ist mir zu teuer, komme ich nicht hin. Es wird definitiv nächstes Jahr wieder zu normaleren Preisen ganz normale Auftritte geben. Es gibt verschiedene Auflagen, das wissen wir. Es ist kompliziert, man ist da auf einer 6 Meter hohen Bühne. Die Strandkörbe sind alle voneinander weg. Der Ton ist teilweise nicht besonders gut. Man kann nicht überall was sehen. Es ist wirklich eher mühsam. Aber wir versuchen trotzdem Entertainment in diese ganze Geschichte zu bringen. Doch, ja, was soll ich sagen? Ich kenne auch die Regeln. Ich gehe trotzdem immer ins Publikum, mache ein sogenanntes Q&A, wo die Leute uns Fragen stellen können und gehe da ganz normal drin, weil es kann einfach nichts passieren. In 30 Sekunden oder einer Minute neben jemandem stehen mit einem Meter Abstand oder so, da gibt's Corona an der frischen Luft. Das haben wir mittlerweile gelernt. Das ist wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Da ist es wahrscheinlicher, dass Armin Laschet jetzt noch Kanzler wird. Aber möglich ist es natürlich. Gut, dem bin ich mir komplett bewusst. Und wir haben in Hartenholm, das ist in Schleswig-Holstein, ungefähr 30, 40 Kilometer hinter Hamburg, wo das Einzige, was in Hartenholm je stattfindet, auf diesem Flugplatz, wo auch, glaube ich, nie einer groß fliegt, also zumindest kein kommerzieller Flieger, ist das Werner-Rennen. Das ist das Spektakulärste, was da gibt. Ich habe mit Amira, Montag vor 14 Tagen haben wir da gespielt, mit dem Veranstalter, mit allem drumherum. Es sind ungefähr 600 Leute da gewesen. Und es hieß auch schon da, bitte sich an die Zeiten halten, weil es gibt einen Nachbarn. Also ich meine, da wohnen 6 Leute gefühlt, da ist nichts um diesen Flugplatz rum. Ein Nachbarn, der regt sich mal auf und wir müssen hier um 10 pünktlich runter sein. Ich habe das natürlich auch komplett ausgereizt und habe bis um 21.59 und 30 Sekunden gespielt. So, das fand schon der Veranstalter, der Produktionsleiter vor Ort mittelmäßig. Dieser Kollege, Philipp, nach meiner Recherche, hat sich da auch schon bei uns dann beschwert. Ja, das kann doch nicht sein und sowas halt. Aber Leute, wir können bis 22 Uhr spielen, also spielen wir natürlich bis kurz vorher dran. Alles okay. Jetzt trat Pietro eine Woche später auf. Also bin ich zu Pietro hingefahren, um ihn einfach zu unterstützen, um mir sein Konzert mal anzugucken, um einfach mal zu sehen, wie es halt so ist. Weil aktuell Amira für eine Produktion für Vox auf Fehmarn ist und deswegen, da bist du froh, wenn du abends mal selbst nach Hartenholm kommen könntest. Und Pietro wusste Bescheid, ich bin da ganz normal Backstage vorgefahren, die Kollegen kannten mich schon, hallo, ja, Olli, ja, ich bin hier für Pietro, bitte durchfahren, wir haben uns gesehen, er hat gesagt, na, irgendwie, vielleicht hole ich dich nochmal auf die Bühne, ich so, kein Problem. Ich bin auf die Bühne gegangen, die Leute waren gut drauf, es haben sich solche Szenen abgespielt. Danach haben wir Mein Tanz zusammen performt. Und ich habe noch ein bisschen Partystimmung gemacht, Mallorca-mäßig. So. Und vorher hieß es schon, ich habe Pietro gesagt, ey, pass auf hier, wenn du runtergehst an der Bühne, sieht hoch aus, aber hier unten sind so 1,5 Meter, kannst du runter. Daraufhin sagte einer von der Bühne, ja, aber bitte nicht machen. Ich so, nein, natürlich nicht, ist Corona, können wir auf gar keinen Fall machen. Hab das aber 10 Tage vorher auch gemacht und war 30 Minuten unten und dachte, ja gut, für 30 Sekunden kann ich das machen. Und ich habe das gemacht und habe auch noch auf die Corona-Regeln natürlich hingewiesen. Mit dem Augenzwinkern. Achso, das ist der falsche Clip. Wo ist denn dieser Corona-Clip? Warte, den habe ich hier. Das, die Zeit nehmen wir uns, das ist doch gar kein Problem. Hier ist das gewesen. Oh! Wow, echte Menschen, bleib doch mal am Platz, Corona-Regel. Bleib doch mal am Platz. Und dann habe ich gezeigt, wie fit ich bin, dass ich über diese Gitter springen kann. Und bin dann auf der anderen Seite über die Gitter wieder zurück. Das heißt, ich war ungefähr 45 Sekunden da unten. Dann bin ich hochgegangen.
Hinter der Bühne hieß es dann schon kurz danach, du, der hat jetzt irgendwie die Polizei gerufen, die wollen irgendwie mit dir reden. Ich so, gut, alles klar, ich bin gespannt. Was gibt es denn jetzt? Ein Ordnungsgeld, 15 Euro, weil ich keine Maske getragen habe. Habe ich noch den Gag gemacht, können Sie gerne an Pietro schicken, ist ja momentan selbe Adresse. Kein Problem. Und Pietro wird auch immer Backstage begleitet, filmt das natürlich auch. Wir machen auch sehr oft irgendwie dann einfach Videos, um da kleine Videos von diesen Auftritten zusammenzustellen. Das hat da auch stattgefunden. Ich habe gesagt, du, ach, da unten ist die Polizei und der Veranstalter, kein Problem, film doch einmal mit, vielleicht wird's ja lustig. Das war's. Jetzt seht ihr dieses Video ungeschnitten, ungekürzt mit der ganzen Diskussion. Der so ein bisschen für die ganzen für den Hintergrundinformationen, der erste Kollege, der mich anspricht, ist der, der gesagt hat, Platzverweis. Der zweite ist Philipp, der Produktionsleiter, der von diesem Hockeypark, die eigentlich normalerweise diesen Großteil dieser Strandkorb-Festivals veranstalten, beauftragt ist, aber ein örtlicher Veranstalter ist, so wie ich das mitbekommen habe, und da in Hartenholm sozusagen sein Hausrecht hat und einfach aus reiner Frackigkeit so reagiert, wie er reagiert hat. Ich habe versucht, darüber zu diskutieren. Schaut euch dieses Video an. Es ist manchmal am Anfang noch, weil die Leute laut sind, nicht ganz so gut zu verstehen. Wir haben hier und da mal versucht zu untertiteln. Aber jetzt das Ganze in voller Länge. Viel Spaß mit einer Sonderausgabe. 11 Minuten 50 Blaulichtreport und auf Streife Spezial. Und danach hören wir uns noch mal ganz kurz. Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, also noch dazu jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefällt dir das einfach die Produktion. Welche Produktion gefährdet das denn? Naja, unsere weiteren Konzerte. Noch 2 Shows. Ja, das sind ja, noch 2 Shows. Aber du weißt doch auch, wie viel Geld wir in letzter Zeit verdienen haben. Ja, so, und also, die 2 Shows sollen gerne stattfinden. Ja, die finden ja wohl auch statt. Ja, das ist halt aber das Problem, wenn man gerade das hat. Aber es läuft ja auch mal. Sag mir bitte, dass du es irgendwie jetzt einfach sagst, weil du es sagen musst. Aber nicht, weil es wirklich deine Meinung ist. So ist meine Meinung. Das ist deine Meinung? Ja, das ist meine Meinung. Okay, alles das klar. Das funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man ins Publikum geht, wenn es die Ansage gibt. Das geht nicht. Wir haben hier irgendwie... Wir sind am Montag, haben wir doch genau dasselbe, mache ich auch ins Publikum ab. Was ist denn der Unterschied zwischen Montag, wenn wir hier auftreten, und zwischen heute, wenn ich ins Publikum gehe? Naja, zum Beispiel, dass es vorher eine Ansage an die Produktion gab, das ist okay. Aber ich habe doch Montag vor 2 Wochen habe ich doch genau ins Publikum gegangen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Da gab es vorher auch schon eine Ansage. Da war es kein Problem, oder was? Doch, da war es auch ein Problem. Was ist denn daran das Problem? Was ist genau das Problem? Das ist unser Hygienekonzept nicht. Das Hygienekonzept. Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Art und Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Das glaubst du? Ernsthaft? Glaubst du das ernsthaft? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber meine Aufgabe ist... Ich kann das beurteilen. Kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja, aber meine Aufgabe ist, das Hygienekonzept umzusetzen und nicht zu beurteilen, ob das eine Gefährdung ist. Ja, aber du hast doch selber als Veranstalter doch genug Stress jetzt in letzter Zeit gehabt. Genau, und deshalb brauche ich sowas nicht extra noch. Ja, okay, aber du weißt doch selber, dass da jetzt da nichts irgendwie in der Zeit passieren kann. Meine Aufgabe ist es, die Produktion und das Weiterführen der Produktion durchzusetzen. Was ist denn, wie heißt denn nochmal eure Produktionsfirma? Hockeypark. Ihr seid der Hockeypark. Ich bin nicht der Hockeypark, aber der Hockeypark ist der Veranstalter. Hockeypark ist der Veranstalter? Also, du willst mich jetzt wirklich verarschen. Ja. Als Hockeypark, wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten, das Ganze drumherum. Und jetzt machst du hier so eine scharfe Ansage. Ich bin nicht der Hockeypark? Ja, ach, jetzt bist du nicht mehr der Hockeypark. Nein, dass du ein Hockeypark nicht bist, sehe ich, weil da sind 2 Tore irgendwo. Dass du nicht der Hockeypark bist, ist mir schon klar. Aber du willst nach 20 Auftritten und sowas, willst du hier einen scharfen und harten Heu machen, jetzt 2 Tage vor Abriss? Ja. Weil das meine Produktion gehört.
Ja, wir saßen vorher alle unten drin und euer Zimmer. Ist doch total egal. Ist doch total egal. Ob wir zu den Zuschauern wollen, weil noch. Ich möchte von meinem Hausrecht Gebrauch machen. Ich möchte erstmal, dass du überhaupt froh bist, dass Leute wie wir hier überhaupt auftreten. Ja, bin ich. Ja, bist du. Anscheinend nicht. Aber im gesetzten Rahmen. Anscheinend ja nicht. Im gesetzten Rahmen, was ist denn der gesetzte Rahmen? Irgendwas noch der Hockeypark. Ich gehe jedes Mal bei jedem Auftritt ins Publikum. Jedes Mal. Aber heute jedes ist gar keine Olli Pocher Show. Ja, aber es war trotzdem gut, weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können wir gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Pocher jetzt das Gelände verlässt. Nee. Und möchte ich gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir. Möchte ich gerne sehen. Der hat momentan das Hausrecht damit. Da ist der Ausgang. Nein, ich bleib hier einfach jetzt erstmal kurz stehen. Du willst jetzt nicht ernsthaft. Moment, du willst mich jetzt ernsthaft nicht vom Hockeypark hier rausführen. Der hat das Hausrecht. Der hat das Hausrecht. Der hat das ausrechnen. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafen machen, oder was? Wir machen unsere Arbeit. Ja, ich weiß, pass auf, dann kümmere dich doch um Leute, die wirklich was machen. Keine Angst. Ich werde aus harten Häumen gehen und die Leute in harten Häumen waren sowieso nicht verdient. Aber das ist echt geil. Aber ihr willst mich jetzt nicht ernsthaft gewaltmäßig heraustragen? Nein, wir werden sie begleiten, aber sie werden sich ja. Bitte nicht. Sie werden mich begleiten, aber sie werden sich bitte nicht. Frau bitte. Ich habe jetzt... Ach. Alles klar. Okay, jetzt ganz entschlossen. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Du bleibst jetzt einfach mal entspannt. Okay? Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe ganz normal. Du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade gar nicht. Doch, er hält mich hier fest. Lass mich los. Lass mich los. Lassen Sie da los, bitte. Ja, lass, Sie mich los. Da lang, lass mich los. Gehen. Lass mich los. Ich gehe, aber lass mich los. Einfach ganz entspannt sein. Er will doch jetzt gehen. Lass ihn mal in Ruhe. Hat er Gewalt angewendet? Habe ich irgendwas gemacht? Das ist das Asozialste, was es gibt. Das ist das Asozialste, was es gibt. Ich habe nichts gemacht. Oder ohne Uniform würden die sowas nie machen. Keine Ahnung. Du hast sie mehrfach aufgefordert. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Horror, Sie wollten gehen. Wir lassen Sie los und Sie gehen. Was ist denn jetzt? Machen Sie das doch. Ganz kurz, ich gehe auch irgendwie, aber ich lasse mich doch nicht von euch so anpacken, als wenn ich hier irgendeiner wäre, der irgendwas geklaut hätte oder irgendwas gemacht hat. Sie wissen doch, wie das läuft. Entweder wir sagen, Sie kommen mit. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber so läuft es auf jeden Fall nicht. Okay. Ich lasse mir doch hier nicht von irgendwie Hockeypark laufen und irgendwas machen. Ja, ich komme sofort mit, aber du packst mich erstmal nicht so an. So fängt es schon mal an. Okay? Ich habe in gewisser Form ja auch ein gewisses Recht irgendwie, mich normal zu bewegen. Ich hätte mich ganz normal verabschiedet. Dann haue ich ganz normal ab. Okay? Und ihr braucht jetzt nicht einen Schafen machen hier auf einmal. Alles klar? Nee, ist nicht alles klar. Gut, dann kommen Sie jetzt. Ist nicht alles klar und du fässt mich nicht an. Du fässt mich nicht an. Ganz normal. Ganz normal. Ihr fasst mich nicht an. Ich lasse mich von euch einfach nicht anfassen, okay? Ich bin ganz normaler. Ich bin ganz normaler Typ, der Steuern zahlt, der hier aufgetreten ist, der hier gespielt hat. Das ist ganz normal. Ja, aber du lässt doch dich hier nicht vom Karren spannen von irgendjemandem, der hier vom Hockeypark einen Schafen macht. Ich mach meinen Job. Nee, aber das ist. Aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Er hat das Hausrecht. Und damit sind wir. Er hat das Haus. Ja, Alter, wo sind wir? Wo ist es denn? Das Grundstück verlassen. Wo ist denn mein Hausrecht? Ich habe für den Kollegen habe ich noch irgendwie Geld eingespielt und das Ganze also von der Seite. Ist aber egal. Ich weiß, dass euch einiges egal ist. Danke. Euch ist einiges egal. Das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die ihr euch wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Ich habe euch nichts getan. Doch, hast du gerade gemacht. Doch, da kann man sich auch theoretisch mal für entschuldigen, okay? Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. Ich bin komplett Team Polizei, wenn es drauf ankommt. Dann jetzt bitte auch. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte. Entschuldige ich dafür, dass du eben gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Mach's bitte. Machst du nicht. Machst du nicht. Würde. Was? Weil du gerade meine Arme mir komplett anpackst und hier auf Polizeigriffmodus bist, irgendwie für was total lächerlich ist. Sie sagen, lass mich los und dann komme ich mit. So, jetzt haben Sie hier 5 Minuten eine Show gedreht. Nee, ich habe sogar 10 Minuten gemacht, ja, irgendwie und sowas halt. Sind Sie durch? Du brauchst mir. Nee, ich lass mir von dir einfach nicht sagen. Okay?
Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ist doch, gib uns, lass uns die Hand geben, ihr seid doch einfach, ihr seid doch, können wir gerne machen. Wir haben doch ganz andere Probleme, okay? Geh nach Hamburg, mach einen Scharfen bei Clankriminalität oder bei Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja? Klär Morde auf. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Scharfen zu machen. Okay? Haben wir uns verstanden? Ich glaube, dass Sie gerade mit dem Falschen da reden. Mit wem rede ich denn? Wieso? Du bist doch von der Polizei. Ja, aber da mache ich mich, wo irgendwie die Leute... Ja, aber bevor du hier einen harten Holm Scharfen machst, irgendwie fahr nach Hamburg und bekämpfe da irgendwie Clankriminalität oder irgendwas anderes. Ja, das ist ja das Schlimme. Und du willst mich hier mit einem Polizeigriff abführen, als wenn ich sonst was gemacht habe. Okay? Ich bin Comedian, ich habe eine Show gemacht, ich bin einmal rübergelaufen und das war's. Das kann ich ja auch verstehen. Okay. Wenn der Herr sagt, ihr möchtet sein Haus durchsetzen und braucht die Polizei dafür. Ey, der Herr hat einfach sonst was irgendwie. Nochmal, ich habe für den Typen irgendwie, ich bezahle seinen Job mit und Pietro auch, weil wir hier auftreten, weil wir nach Hartenholm kommen, weil wir eine Show machen, weil wir irgendwas machen wollen. In 2 Tagen ist der Bums abgebaut. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, aber ich dreimal darum gebeten. Sei doch einfach normal. Herr Popper, kommen Sie bitte mit. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Das ist doch bescheuert, jetzt vor der Kamera hier jetzt so ein... Ich kann das auch, ich mache das auch off-camera, da habe ich gar kein Problem mit. Weil ich finde, das, was ihr macht, ist grundsätzlich eine richtige Veranstaltung, aber an der richtigen Stelle. Und deswegen habt ihr so einen miserablen Ruf, weil ihr es teilweise an der falschen Stelle macht. Ich weiß, ist, ihr geht ja mal vorbei. Meine Entscheidung. Ich soll jetzt nur Sie hier runter begleiten und ich würde Sie jetzt entschuldigen. Entschuldige einfach. Dann entschuldigen wir uns beide. Ja, gar kein Problem. Wofür soll ich mich entschuldigen? Sag ganz kurz, wofür ich mich entschuldigen soll. Dass Sie hier gerade mich hier vor der Kamera und meinen Kollegen und dann sagen Sie, ich lass los, machen es doch nicht. Aber ihr habt doch angefangen. Ja, aber ganz kurz, kausaler Zusammenhang. Machen wir sofort. Wenn Sie jetzt mit uns das Gelände verlassen, okay? Das können wir auch jetzt machen. Nee, das machen wir erst, damit es jetzt, genau. Wir sind doch zum Diskutieren. Wir sind jetzt ins offene Gespräch. Gespräch ist normalerweise, dass der andere auch was sagt. Aber du willst doch, aber guck mal, in deinem Job willst du doch wirklich Leute irgendwie, die wirklich was getan haben, aber nicht sowas. Natürlich nicht, deshalb finden wir es ja auch gerade albern, hier zu diskutieren. Ja, aber müssen wir ja gar nicht. Eigentlich müssen wir. Dass sie, genau, weil wir das Hausrecht durchsetzen. Das Haus, aber guck mal, sie, wo sind wir denn? Wo sind die Security dürfen das nicht. Ach so, deshalb, die dürfen das nicht. Ja. Na gut, deshalb, ich kann ja da vorne runterfahren, laufe hier einmal rum, stehe hier wieder im Moor. Was machen wir denn da? Komm. Komm. Jetzt. Nee, mach rein. Komm, mach. Los. Komm, mach. Komm. Komm, mach. Kommen Sie jetzt. Mach. Ja, ich gehe, aber ganz normal. Okay. Entschuldige dich, dann ist alles gut. Ja, einfach, dass du irgendwie eben gerade hier so armmäßig ein bisschen ausgerastet bist. Ich gebe dir die Chance. Guck mal, ich reich dir die Hand. Aber ich gebe ihm jetzt auch noch eine Chance. Nämlich, was passiert denn dann? Ja. Was willst du machen? Willst du mich hier rausschleifen dann irgendwie? Ja, ist das wirklich dein... Ja, würdest du machen. Das ist ja nicht anders möglich. Würdest du machen, wenn du das Hockey packst? Würdest du nicht auf? Ich höre nicht auf. Nein, ich höre auch nicht auf, weil ich auch ein gewisses Recht habe. Ich habe ein gewisses Recht auf, irgendwie auch Sachen zu sagen. Müssen wir sie jetzt über den Park platzieren? Nee, musst du nicht. Indem du einfach sagst, er ist ein Spinner und das war's. Nein, okay. Das mache ich nicht. Ja, siehst du? Ihr steht auf der falschen Seite. Das ist leider öfter euer Problem. Ich habe Sie ja auf durchsetzen wollen, machen wir das auch für Sie. Alles Gute. Ja, macht Pietro gleich. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Toi, toi, toi. Hartenholm, bleibt stabil. Zum nächsten Werner-Rennen bin ich da. Was ist morgen für eine Veranstaltung, dass ich nochmal wiederkommen kann? Habe ich jetzt grundsätzlich immer Verbot? Habe ich Hartenholm-Verbot oder nicht? Das ist für mich die einzige Frage. Ich könnte hier ganz kurz Mark Terenzi reinlassen. Ist Christoph Alge. Der darf rein, er hat hier auf der Bühne gespielt. Also, alles Gute. Ich muss mit euch fünf hier bleiben. Alles entspannt. Das war's und danach bin ich gegangen. Ganz normal, alleine zum Auto und abgefahren. Ich wäre so oder so gefahren. Man hätte es anders regeln können. Deeskalierend. Ich habe den Polizisten mehrfach die Hand gereicht, weil ich wollte eigentlich auch ein versöhnliches Ende für alle haben und das nicht so stehen lassen. Aber ich fand die Situation, also ich hätte mich auch entschuldigt, aber ich weiß nicht für was. Das Schlimmste, was ich gesagt habe, war, als Dorfpolizist hier jetzt einen Scharfen machen, das ist das Maximale, ist aber wirklich komplett hinnehmbar. Und wir reden von einer Ordnungswidrigkeit. Und es geht darum, nicht sich gegen Corona-Regeln drüber hinwegzusetzen oder irgendwas anderes, aber es geht einfach um die Durchsetzung. Und man kann nicht da einfach hingehen, Leuten den Arm umdrehen, sie da irgendwie gewaltsam rausführen, weil einfach jemand noch nicht mal wirklich begründet irgendwas sagen kann. Wir haben doch wirklich andere Sorgen und Probleme, über die wir uns
dahinstellen können. Und das ist ja das, was ich sage. Es gibt so viele Geschichten. Clankriminalität ist eines der Punkte. Wenn die sich ausleben wollen, da können die da in jede zweite Shisha-Bar gehen und mal richtig eine Ansage machen. Da haben die richtig Spaß. Da bin ich komplett dafür. Und bei ganz vielen anderen Leuten, oder auch wenn so ein Flair kontrolliert wird, gar keinen Führerschein hat und danach irgendwie von der Polizei eine Ansage bekommt irgendwie, wunderbar, ich bin sofort dabei, auch wenn irgendwelche Gesetze gebrochen werden. Ich bin dankbar, dass es die Polizei gibt. Aber manchmal ist einfach too much. Das war's. Und damit ist die Sache jetzt aber auch erledigt. Wie ich gesagt habe, Hartenholm bleibt stabil. Ich weiß gar nicht, ob ich Hartenholm-Verbot habe oder nicht. Wir werden früher oder später da irgendwann wieder auftreten. Und vergesst einfach Capital Bra und die ganzen anderen irgendwie. Der wahre Gangster-Rapper bin einfach ich. Ich habe es geschafft, wirklich auf dem Dorf in Schleswig-Holstein von der Polizei abgeführt zu werden. Das muss man erstmal schaffen. Das bleibt. In diesem Sinne bleibt auch ihr stabil. Wir sehen uns schon demnächst hier wieder. Und ich glaube, die Bratpfanne des Monats, bin gespannt, wo die diesen Monat hingeht.